Hallo, Hallöchen, heute ist es wieder Zeit, ein bisschen Glücksspiel in Super Mario Maker 2 zu betreiben, sprich vernetztes Spielen zu spielen. Wir probieren heute Rang A zu erreichen. Mir wurde da ja schon mehrfach gesagt, mach das lieber nicht in einem Stream, das wird ganz, ganz krass. Ich weiß aber gar nicht warum. Also hat man da noch mehr Pech mit der Verbindung oder kriegt man weniger Punkte für den Sieg? Ich weiß nicht. Jedenfalls versuchen wir es einfach mal. Der Stream ist so für eine Stunde, eineinhalb Stunden geplant, von der Laufzeit her. Wenn es klappt, schön. Wenn nein, na gut, dann halt nicht. Ne? Aber die Hälfte, die sollten wir schon voll machen. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir jetzt das erste Match gewinnen. Oder zumindest kurz darauf, weil wir ansonsten wieder, genau wie beim letzten Mal, übelst weit absinken in den vorherigen Rang. Und dann wird alles einfach nur schlimmer und schlimmer. Ja, ich sehe, es hapert aber schon daran, Leute zu finden. Ah, okay, gut. Jetzt kaum will ich rumheulen. Haben wir unsere Gegner. So, aktuell sind wir im B-Rang, aber man startet immer mit 0 Punkten. Heißt, eine Niederlage und runter, zurück in die alte Kategorie. Das ist dann natürlich doof. Okay, ui. Verbindung scheint zu passen. Bin Toadette. Jetzt muss nur das Level einigermaßen okay sein. Woran es wohl schon scheitert. Aber ich habe gesehen, unten ist ein Auto. Also ist das wohl ein Rennwagen-Level. Wo ist mein Porsche GT3? Da ist er. Ey, das ist meiner. Ich zahl 2400 Euro monatlich. Jetzt gebt mir mein Auto. Alter, das ist mein... Ich will... Was ist das hier? Ey, ich will auch ein Auto haben. Das ist doch Betrug. Ich komme einfach nicht dahin. Ey, wollt ihr mich komplett verarschen? Das gibt's nicht. Ich klau dir mit seinem Wagen. Komm her. Oh, Mist. Aber dann deiner. Yes. Und jetzt, komm. Ja, lol. Hat ja super funktioniert. Das hat ja wirklich grandios funktioniert. Was ein scheiß Level. Oh! Hey, angefahren! Polizei! Polizei! Das gibt's doch nicht. Hallo, respawn! Respawn, schneller! Das, ey, was hab ich bitte schön für ein Pech? Das darf doch einfach nicht wahr sein. Hey! Jetzt komm. Na komm schon, fahr! Lol. Wo ist der Bart hin? Abrasiert, nach 2 Wochen. Endlich mal Zeit gefunden. Ey, wir starten aber schon wieder mit so einem Dreckslevel. Das ist unglaublich. Okay, ich hab den Wagen. Aber das heißt doch nicht, dass ich es schaffe. Weil irgendwie schaffst du diesen Sprung hier nicht. Oder soll man da vom Auto abspringen? Also ich hab's jetzt auf jeden Fall mal gemacht. Warum kann denn kein normales Level kommen, Nintendo? Warum nicht? Nein, es muss direkt am Anfang wieder alles komplett ausrasten. Mario, mach Platz. Ach, ja. Ey. Ey. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist das für eine Scheiße? Als ob. Am liebsten würde ich das Level irgendwie skippen, aber das ist halt nicht möglich. Das kann man zu viert gar nicht spielen. Mann, warum braucht denn das Auto auch immer so lange, um loszufahren? Du rasierst dich? Ja, immer dann, wenn ich Zeit habe. Was halt nicht so häufig ist. Bin verzweifelt. Es wird wahrscheinlich ein Timeout geben. Das ist das erste Mal, dass ich das dann erlebe. Dann ist die Frage wirklich, was passiert? Kriegen wir alle Minuspunkte? Weil wir verloren haben, sozusagen? Oder was geschieht? Okay, ich bin wieder hier. Du ekelhafter blauer Giftpilz. So ein Sohn. Ah!
stellt sich der mir wieder in den Weg und zerstört meinen Wagen. Wobei, ich komme durch. Muss dringend in die Werkstatt, aber ich komme durch. So. Neustart für alle. Ja, nee, wir machen jetzt weiter. Wobei, weißt du was? Lass Neustart machen. Gib einfach auf. Nein, darf ich nicht, sonst lande ich im C-Rang und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also wenn, dann kriegen wir jetzt alle ein Timeout und wir schauen, was passiert. Aber aufgeben werde ich safe nicht. Warum? Ey, ich habe doch maximalen Anlauf. Wieso ist das Auto jetzt bitteschön nicht so weit geflogen? Komplett Eskalation schon nach wenigen Minuten hier. Ja. Okay. Was bitte hier? Alle Inputs übernehmen. Danke. Und hier versuche ich jetzt mal einen Weitsprung zu... Okay. Das war meine Schuld. Zu dumm einfach. Ich wollte mich schön an die Edge stellen und dann mit Weitsprung versuchen, dieses eine Ufer zu erreichen, aber hat nicht so ganz funktioniert. Auch Anlauf. Ey! Respawn, schnell! 25 Sekunden, jetzt respawne doch! Was ist denn das jetzt für ein Betrug? Da kommt kein neues Auto mehr. Naja, dann sehen wir mal, was passiert. 9 Sekunden sind es noch, wir schaffen es eh nicht mehr. Ja, ja, ist vorbei, ist vorbei. Schade. Also, Zeit ist um. Man kann das Level bewerten. Naja, also... Ich mach's mal nicht, weil ich echt kaum was von dem Level gesehen habe. Es sah aber ehrlich gesagt auch nicht gut aus. Jetzt bin ich gespannt. Tatsächlich, es passiert gar nichts. Das finde ich gut. Das finde ich sehr gut. Keine Minuspunkte, keine Pluspunkte. Einfach eine neue Chance. Das ist sehr fair. Danke, Nintendo. Aber jetzt bitte. Ein gutes Level. Was ein scheiß Level. Ja, also alleine ist natürlich alles nochmal ein bisschen machbarer, aber zu viert war das jetzt echt nicht so geil. Silke Yoshi, Dankeschön für deine Kanalmitgliedschaft und Raphael Zimmermann für 2 Münzen, wie alle 4 sterben, lul. Dann Larry 16, 5 Münzen, Bart abgenommen, Betrug begonnen. Oder? Schöner Reim. Weiß aber nicht, ob es wirklich daran liegt. Greenscreen ist eine Lücke? Was? Oh nein, ey. Schon wieder so ein komischer Spam. Oh, mit Sonne auch noch. Ja, geil. Hier muss ich jetzt warten, bis das Wasser wieder kommt, sonst komme ich gar nicht durch. Und irgendwas muss man wohl sammeln hier. Aber es gibt eine Zielbedingung, scheinbar. Oder ein Bonus-Item, was man dringend braucht. Es war mein Pilz, du Gottverdammter! Ja, na klar! Oh, das ist Ziel! Wir müssen den Sieg holen! Oh, 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 oh! Yes! Man braucht diese rote Münze gar nicht, die er geholt hat. Finde ich schade und schlecht, aber ich bin ein Nutznießer. So, wir haben jetzt wenigstens ein paar Punkte, um nicht so schnell abzuflachen. So, beim Greenscreen. Okay, hast du recht, da ist tatsächlich so ein bisschen was nicht ausgelungen. Teufel, Bruder. Machen wir es mal so. Jetzt müsste es weg sein. 60 Punkte. Okay. Man kriegt wohl tatsächlich weniger. Alles klar. Aber die Verbindung war bisher in Ordnung. Das war nicht das Problem. Eher die Qualität.
Sandra Morgenstern, danke für 10 Münzen, für die Ausraster, die uns immer zum Lachen bringen. Vielen, vielen Dank. Eine Sonne unter Wasser, ciao, Logik. Ja, das Level war ja grundsätzlich auch jetzt nicht wirklich gut. Allein schon, weil diese rote Münze irgendwie überhaupt nichts gebracht hat. Eigentlich sollte ich bei sowas immer mit Bu stimmen, weil wenn ich es nicht mache, dann kriegen auch andere Spieler diese Level und das will man ja eigentlich niemandem zumuten, ne? Dafür ist die Funktion ja da. Aber hey, schon drittes Level und es scheint nicht oder nur sehr wenig zu laggen. Geile Mat. Oh mein Gott, das wird jetzt absolut furchtbar. Zu viert auf diesem... was soll ich das... Soll ich das überhaupt nennen? Holzplanke. Natürlich werde ich abgeballert. Ja, wir müssen jetzt alle warten, bis das respawnt, oder was? Ach, komm schon. Warum kommen denn immer nur so Level, die einfach überhaupt nicht für den Multiplayer geeignet sind? Aber wirklich gar nicht, Mann. Aber auf der anderen Seite ist es lustig, sich hier auf diesem kleinen Feld zu bekämpfen. Komm, stirbst du? Ich wollte ihn packen! Und was mache ich? Ich springe in den Tod! Wie der größte Vollidiot! Ich wollte ihn einfach nur packen! Lost! Ja, genau! Hat das Stream eine Verzögerung? Nein, nur die natürlichen 50 Sekunden. Mehr nicht. Also jedenfalls keine bewusste und mit Absicht hinzugefügte Verzögerung. Aber ein bisschen ist immer normal, Leute. Das wisst ihr doch. Das ist so ein Scheiß! Ich drück die ganze Zeit ZR und B und oder was auch immer und nichts geschieht und dann werd ich gegrabt und weggeschmissen. Das nennt sich Wippe. Ja, stimmt, Wippe wäre noch ein bisschen besser. Verdammt, dieser Trottel, hätte er mich doch wenigstens da drauf geschmissen. Jetzt schnell, 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 schnell. Ich respawn als erster. Oder auch nicht. Stirb! Du hast es verdient. Yes! Endlich auch mal jemanden umgebracht. Okay, und jetzt kommen wir hier hoffentlich easy durch. Aber ich brauche so einen Propeller-Head. Wo ist denn der? Ist der da? Ist überhaupt schon jemand durch? Oder... Ja, wahrscheinlich. Wir sind auf jeden Fall nicht Erster. Was ist denn das hier für eine Kotze? Okay. Go, 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 go. Oder bin ich Erster? Ich weiß es nicht. Mir wird halt kein anderer Mitspieler hier angezeigt, aber... Kann ja aus... Doch, Toadette. Okay. Ja, Toadette ist schon fast durch. Was ist das für ein Müll? Ich konnte da jetzt gar nicht weitermachen, weil da wahrscheinlich eine Plattform war, die einen weiterbringt, aber weil Toadette gerade damit am Start ist. Puh, was, so ein Bullshit. Ich gebe einfach direkt auf. Man kann das Level nicht spielen. Man kann es nicht spielen. Wenn einer diese bewegenden Plattformen nutzt, können die anderen da nicht drauf, weil die erst respawnen, wenn derjenige, der es nutzt, es verloren hat. Ich will hier auch nicht zuschauen. Abbruch. So ein Abfall. Mach mal die Cam ein bisschen kleiner. Ja, 19 Punkte. Können wir verkraften. Aber jetzt müssen die Level echt mal besser werden. Der Nintendo 77, danke für 5 Münzen. Bist mein Lieblingsüber. Wann kommt Gamescom? Erste 3 Tage, wie immer. Meinst du, es kommen Updates mit mehr Stuff für Mario Maker 2, fragt Star? Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wie beim ersten Teil auch. Gamma Hatesy, danke für deine Mitgliedschaft. Und was haben wir hier jetzt Tolles? Schön Bu geben. Ja, muss sein, muss sein. Das ist unspielbar im Multiplayer. Und das Level war auch nicht gut. Also gleich quasi zweimal Bu.
Läuft nicht ganz flüssig, aber... Wir sind schlechtere Qualität gewöhnt. Bitte sag mir jetzt nicht, dass das nur zu einem Leben führt. Oh, bitte nicht dein Ernst. Okay, der Toad fällt auch drauf rein, oder? Nein. Er hat's gemerkt. Danke, du Arschloch. Piss dich, ey. Was ein Sack. Wir müssen den Luigi einholen. Oh nein, man braucht dieses Trampolin. Na super. Nein, ich hab's weggekickt. Ich hab's... Bin ich jetzt wirklich der Einzige, der hier... Man sieht sein Gesicht nicht wegen dem Wasserzeichen. Das kannst du alles easy ausstellen. Auf dem Zahnrad Anmerkungen ausschalten. Dann ist es weg. Ich versuche jetzt aber noch darauf zuzugreifen. Ich weiß nur gerade nicht, wo diese Einstellung ist in YouTube. Kanal wahrscheinlich. Ja. Eigentlich sollte das nur am Ende des Videos erscheinen. Was zur Hölle? Egal, ich hab's jetzt weggemacht. Wenn ihr den Stream aktualisiert, dann ist das Wasserzeichen verschwunden. Okay, das war ja schon mal sehr freundlich. Da. Was geht da runter? Schneller! Das könnte sogar ein Level sein, was jetzt mal einigermaßen gut ist. Wo ist der Schlüssel? Okay, so wie es aussieht, braucht man einen Schlüssel. Den man durch rote Münzen bekommt, die sich alle dort unten befinden. Richtig genial platziert auf jeden Fall. Ja, wieder ein Nonsens-Level ohne Ende. Schade. Nymphengamer, 5 Münzen, vielen Dank. Danke für die letzten 7 Jahre. Du hast meine Kindheit stark mitgestaltet. Bleib so, wie du bist und du unterhältst mich damit immer. Vielen, vielen Dank. Sind wir noch B-Rang? Ja, aber jetzt müssen wir eigentlich wieder einen Sieg holen. Aber hey, immerhin läuft es flüssig. Immerhin, ja. Wir hatten in diesem Modus aber, glaube ich, noch nie so schlechte Level wie jetzt. Ist das T-Shirt real? Ja. Also, ist kein Photoshop, so, oder was auch immer, 3D-Drucker. Danke für die Mühen und die tollen Videos. Vielen Dank fürs Lob, Kevin S. Wieder ein Auto. Perfekt geeignet für den Multiplayer, ihr wisst Bescheid. Und Scrolling, ja moin. Aha, getötet. Als ob, ey. Es leckt so brutal. Ich hab keine Ahnung, wie ich mich hier retten soll. Aber es hat funktioniert. Was soll denn das? Das ist doch so lame. Warum kann denn nicht mal was Gescheites kommen?
Jetzt erstmal gegen den Abstieg kämpfen. Ja, das war's. Jetzt sind wir eh abgestiegen. Jetzt sind wir eh abgestiegen. Gute Verbindung, schlechte Level. Leider ja. Meinst du, du kommst heute noch zum A-Rang? Wenig Hoffnung, leider. Ich verstehe das aber auch nicht von Nintendo aus. Langsam müssten doch eigentlich genug gute Level hier sich herauskristallisiert haben. Warum schmeißen sie einem denn immer noch irgendwelchen Müll hin, wo gar nicht für geeignet ist? Aber wir haben nur 4 Punkte verloren. Es ist okay. Wir sind noch da. Wir sind noch immer im B-Rang. Aber jetzt wird es echt langsam krass. Sammle alle 10er-Münzen. Mit 10 FPS. Mach ich. Kann mir nichts Geileres vorstellen. Ja, komm, wie schnell kommen denn die aus den Röhren, Alter? Mann. Oh mein Gott. Wo bin ich denn? Ich muss jetzt eigentlich durchrennen, wenn ich noch eine Chance haben will. Wobei, warte. Ist der gestorben, der eine? Ich hoffe es, weil dann sind wir jetzt hier Platz 1. Oh, die Toadette muss weg, ne? Oh, oida. Alter, ist das brutal hier. Ja, Mario hat gewonnen. Mario hat gewonnen. Schon durch. Die Level wurden komplett random ausgewählt. Ja, aber ich dachte, dass man damit Boo und Like immer dazu beitragen kann, dass gute Level ausgewählt werden. Aber dem ist ja irgendwie nicht so. Warum kommen da so viele schlechte Level? In Mario Maker 2 gibt es doch genug tolle Level. Stehe ich halt auch nicht. Und zack, es ist passiert. Rang C. Yay. Echt, Skabadula? Ich dachte eigentlich, dass das dann wieder beim Minipilz anfängt, wenn man so eine VIP-Mitgliedschaft unterbricht. Müsste eigentlich auch so sein, weil... Das geht ja nach fortlaufenden Monaten. Eigentlich. Ja, meine Motivation ist jetzt gerade ein bisschen niedrig, sage ich ganz ehrlich. Man freut sich eigentlich, aber... Ja, warte mal. Jetzt kommt vielleicht was Gescheites. Nachdem wir abgestiegen sind. Aber auch hier kann ja wieder nur einer in diesen Greifer rein. Die anderen müssen sich mit den 5 FPS begnügen. Was geht hier jetzt ab? Was ist denn das? Hä? Ah, ich glaube, es geht unten weiter jetzt. Ja, ist auch so. Alter, nein, oder? Jetzt wird man auch noch dafür belohnt, dass man wieder nur rumgestanden ist. Richtig belastend.
in Beeilung. Irgendwie den Sieg holen, aber ich muss jetzt erstmal checken, was hier zu tun ist. Keine Ahnung. Echt einfach nur weiter? Ich glaube, das Level ist sogar an sich gut, aber ist halt wieder nicht für den Multiplayer geeignet. Aber wirklich gar nicht. That's the problem. Ja, die anderen beiden sind eh schon fast am Ziel. Ich habe hier mal wieder mehr Pech, wie möglich ist. Oh, Toad eingeholt. Fast. Gleich kann ich aufgeben. Was? Jetzt habe ich sogar noch Fehler bei der Datenübertragung kassiert? Ja, moin. Ach so. Ah ja. Ist klar. Ist klar. LOL! Warum bist du Rang C? Na, weil der Spielmodus scheiße ist und die Level auch. Dave Mechler, danke für 5 Münzlis. Kannst du mal Richies Level suchen, der Schweizer? Ja, wenn er sich nicht meldet. Ich habe ihn mal gefragt, wo sind seine Level. Ich habe sogar mal in dem Textdokument gesucht, aber da war nichts drin. Vielleicht hat er mittlerweile was eingesendet, dann spiele ich's, aber ich kann die Level-ID ja nicht hell sehen. Also er muss, wenn dann schon, seine Level in mein Dokument posten, damit ich ihn finden kann. Das ist ja leider nicht möglich, nach Wörtern zu suchen, sonst hätte ich das bereits getan. Was ist das schon wieder? Ja klar, nur weil er jetzt auf mich draufgesprungen ist, verliere ich den Schlüssel oder was? Ich dachte, mit Stampfattacke muss man das machen. Ja, dann mach halt auf. Hauptsache, wir kommen weiter. Ganz im Ernst. Okay, man muss oben drüber. Oder durch die Röhre, stimmt. Durch die Röhre. Ah! Schneller, 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 schneller! Alter, was ist denn das schon wieder? Muss man runtertauchen? Ja, das hat Toadette auch nicht gecheckt. Nur Luigi bislang. Jetzt kommt wahrscheinlich das Ziel. Ja. Leider nur Zweiter geworden. Man kriegt deshalb Minuspunkte, weil mit Internetfehler, weil man hätte ja... Ja, aber ich habe ja nicht das Internet ausgemacht. Das muss ja Nintendo erkennen, ob ich die Verbindung trenne oder ob ich einfach... Ich bin ja auf Aufgeben gegangen, das müssen die noch merken. Lass dich nicht triggern. Ich bin schon so salty. Von wegen Rang A. Jetzt geht's mal wieder darum, Rang B zurückzuholen. Den Rang, mit dem wir angefangen haben. Super. Nini, danke für 5 Münzen. Seit Zelda Breath of the Wild Part 1 dabei und bist ja auch immer wieder top Unterhaltung. Danke dafür. Bitteschön, bitteschön. So, komm. Jetzt ein Sieg für bessere Laune. Please.
Mario Maker Online, geil. Aber schlechte Level, unkreativ und Spam. Dass Nintendo da halt echt nichts gemacht hat, ne, im Vergleich zum ersten Teil. Oder hier einen gescheiten Algorithmus einprogrammiert hat, der gute Level für den Multiplayer auswählt, ist so traurig. Boah, jetzt spring halt. Oh, chillig, jetzt bin ich hier oben gelandet. Vielleicht kann ich damit übelst abkürzen. Nee, so viel auch wieder nicht. Verdammt! Aufpassen, dass du nicht auf Rang D zurückfällst. Ah, das glaube ich jetzt aber auch wiederum nicht. Also, da muss ja schon wirklich sehr viel passieren. Ich glaube, vorher habe ich dann den Stream schon beendet, bevor das geschieht. Auf Frust. Was kommt hier wieder? Irgendwie fällt mir auf, Toadette ist meistens immer ein so ekelhafter Gegner, egal von wem gespielt. Ist einfach so. Ah. Er hat aufgegeben. Oh, Toadette ist runtergefallen. Toadette ist runtergefallen, das ist meine Chance. Komm schon, bitte. Wir brauchen den Sieg ganz, ganz dringend. Ja. Come on. Yes, endlich mal wieder, Alter. Komm zurück in Rang B, bitte. Warum spielst du es dann, wenn es scheiße ist? weil ich trotzdem den Ehrgeiz habe, zumindest Rang A zu erreichen. Es kann sein, dass ich mich dann damit zufrieden gebe. Das Level war sogar wirklich okay. Juhu! Wir sind zurück in Rang B! Und bringen sogar 71 Punkte mit. Ja, aber auf jeden Fall hatten die Leute, die gesagt haben, macht das nicht in einem Stream, recht. Das ist ja ein übelstes Hin und Her. So, bei Tippi bedanke ich mich bei Kawaii Yoshi, 5er dagelassen. Hallo, endlich kann ich auch mal was spenden. Bin schon seit 2012 dabei und wollte mich für die schöne Zeit bedanken. Vielen lieben Dank, lieber Kawaii Yoshi. So, und jetzt nehmen wir diese positive Energie mit und gewinnen weiter. Los! Ah. Ich hatte gehofft, dass das wieder so ein komisches Level ist, wo man irgendwie in den Untergrund muss, aber nein. Ist bestimmt so ein übelst kurzes. Gleich heißt's, oh, Toad hat das Ziel erreicht. Warum sagt mir, dass die Katze mir was bringt? Oh, man braucht einen Schlüssel. Durch rote Münzen. Ja, klasse. Jetzt braucht er sich wieder nur vor die Tür stellen und warten. Dieses System ist so unglaublich dumm. Wer hat jetzt den Schlüssel? Weil die roten Münzen fließen ja zusammen. Wer hat ihn denn? Ach, Toadette, okay. Lel. Komm. Ja, aber Toad ist ja nicht dumm, der bleibt extra stehen. Ich bin trotzdem durch. Ich habe zumindest eine rote Münze gesammelt, also ihr könnt nicht sagen, dass das jetzt unverdient war. Ich habe ein bisschen gearbeitet. Toad nicht. Komm, Ziel. Wieso bin ich denn jetzt bitteschön nicht als Erster durch die Tür gegangen? Ey, das funktioniert doch gar nicht, wenn das mit Scrolling läuft. Jetzt bin ich hier nach rechts gedrängt worden. Es ist so ein Tänzer. Alter. Das ist so unfassbar. Warum kann man nicht von vornherein sagen, alles Scrolling-Level, alle mit Schlüssel und roten Münzen und Plattformen, die nicht respawnen, wenn man draufsteht. Warum werden solche Level nicht von vornherein gefiltert, Nintendo? Gott, verdammt nochmal! Soll, das Level kam bei mir auch schon dran. Na super, dann kann man ja langsam den Eindruck bekommen, die suchen mit Absicht diesen Scheiß raus. Man kann es nicht für den Multiplayer spielen. Der Letzte, der die Münze eingesammelt hat, kriegt den Schlüssel. Ich weiß.
Aber auch wenn du der Letzte bist, das bringt dir nicht viel. Wenn sich alle anderen vor die Tür hinstellen, was ja mindestens einer immer macht, ja, dann schaust du blöd aus der Wäsche. Hast einfach keine Chance. Was ist das Ding? Chaos Nick, danke für 5 Münzen. Der Stream beginnt schon mal sehr gut mit dem Mario Kart Rage Level. Und Oxy? Moin, schön, dass du wieder streamst. Kannst du schon sagen, ob du zur Zürich Game Show kommst? Angebot kam, aber ich hatte keine Zeit zu antworten. Ich weiß es noch nicht. Halt schwer mit 13 FPS. Ne? Hatte man Baldrian? Das Bu war nicht berechtigt. Natürlich war es das. Das Level kann man nicht im Multiplayer spielen. Diese Boos und Likes in den Multiplayer, die werden ja nicht, also das ist nicht mit den normalen Likes zu vergleichen. Die sind wirklich nur für den Multiplayer da, um zu sagen, ja, passt, kann man spielen, oder nein, kann man nicht spielen. Klasse. Warte, kann man da unten durch? Egal, ich gehe den normalen Weg. Auch wenn es eh schon chancenlos ist. Was macht denn jetzt der Mario hier? Ach so. Ja, ich sehe es. Auch wieder ein ganz tolles Level für den Multiplayer, wie man sieht. Gibt einen Farbschalter. Einer muss den aktivieren. Die anderen können rumstehen und warten. Geil. Ja, und wer ist jetzt der Dumme, der den Schalter aktiviert? Keiner will's machen. Mario Maker 2 Online-Modus 2019. Klasse. Mario scheint aber ein Ehrenmann zu sein und löst ihn aus, oder? Also zumindest möchte er es machen. Mann, macht das Spaß. Ja, echt so. Wir versuchen uns gemeinsam durchzubeißen, ja? Wir leiden ja gemeinsam. Wir lachen gemeinsam und wir leiden gemeinsam, aber zu lachen haben wir hier heute nicht viel. Toadette gibt ihm Ehre, da mache ich auch. Absolute Ehre. Und trotzdem bin ich jetzt hier nicht durch, oder was? Mann! 5 FPS, fest am Start. Da, 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 da. Ja komm, ihr müsst schon, ne? Leute. Zack, komm, ich mach jetzt auch mal auf Ehrenmann. Nein, ich wollte nur. Ey, ich wollte nur einmal. Ja, ja, komm. Toad, was machst du? Na kommt, lasst halt den Schalter jetzt mal aktiv. Das Level kann man sonst nicht durchspielen. Oh, komm ich vielleicht irgendwie hoch? Ja, wäre ja auch so schön gewesen. Vergiss es, wir werden hier nicht mehr weiterkommen. Einer wird immer den Schalter deaktivieren. Weil er halt nicht gönnt. Ja, wobei Mario ist jetzt eh schon durch. Ich hasse solche Level. Ja, allein spielen ist geil, aber für Multiplayer halt nein, ne? Und jetzt auch noch Lag. Also noch krasser als sonst. Ja, hallo. Ey! Oh mein Gott. Schneller! Runter da! Okay, die Tür ist nur zum Resetten da. Oh, jetzt wird's krass. In SMB3 kann man sich nicht gegenseitig schmeißen, oder? Oh, doch. Als ob!
Als ob, Junge, laber nicht! Oh lol, Mario hat's auch versaut. Alle haben's versaut. Respawnt der Scheiß dann auch mal? Hallo, Plattform. Plattform! Seht ihr? Und deswegen solche Level mit Bu bewerten. Jesus Christ. Aber es kommen gefühlt nur solche Level dran. Das muss doch Absicht sein. Ja, das frustriert so brutal, ne? Aber ich versuche einfach ohne jetzt. Yo, lol, es geht wirklich. Genau wie Toadette. Ich versuche ohne hochzukommen. Weil jetzt brauche ich blau. Ich brauche blauen Schalter irgendwie. Blau. Oh, gut war. Nein, wer hat denn jetzt schon wieder die Blöcke weggemacht? Welche Drecksau? Der Schlangenpfad kommt. Na komm. Hallo? Ja, jetzt. Reset-Türen im Multiplayer sind so unnötig. Ja, das Level ist ja auch bestimmt nicht für den Multiplayer gebaut worden. Deswegen, ne? Sorry, Mario. Aber jetzt muss ich an mich denken. Ehrenlos. Die Schlangenblöcke respawnen erst, wenn sie einmal das Ziel erreicht haben. Habe ich gemerkt, ja. Oh Gott. Es ist so wackelig wegen den 3 FPS. Warum bist du so ein Nintendo-Fan? Frag ich mich auch gerade. Oh, das frage ich mich bei so einer Scheiße wirklich auch. Jetzt hör doch auf zu laggen, ich muss da hochspringen! Vor allem, es wird immer schlimmer. Na geil. Auch noch einen Fehler gemacht. Aber es ist noch auszubessern. Es ist noch auszubessern! Okay, ich komm hier rauf. Stehen bleiben! Bleib doch stehen! Auf die Schlange. Yo, sehr gut. Blockieren, 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 blockieren. Wobei, oder? Doch, blockieren. Kann man sich echt nicht geben. Ja. Ich zahle gerne für Nintendo Switch Online. Aufgrund der besonderen Qualität des Verbindungsgefühls würde ich sehr gerne sogar den doppelten Preis zahlen, Nintendo. Weil der Spaß, der hier vermittelt wird, ist riesig. Richtig geil. Na, Toadette, wie geht's? Ist auch kein Bock mehr? Verstehe ich. Komm, trink ein bisschen Limo. 3 FPS sind geil. 3 FPS, das macht so Spaß. Oh, ist das cool. Es gibt gar nichts mehr, oder was? Hat Spaß gemacht! Okay, also es entscheidet sich wohl zwischen Toadette und mir. Aber die Lags werden auch maßgeblich dazu beitragen. Ich muss sie irgendwie umbringen. Ich muss sie umbringen! Verschwinde! Ja, gut, yes! Verdient. Das war nix. Ja, aber ich bin freundlich. Ach, warte, wollte ich ja gar nicht. Ich wollte Entschuldigung sagen. Weil das ist jetzt eigentlich richtig assi, so von wegen, ja, kein Problem, hab dich gerne getötet. Das wollte ich eigentlich nicht. Entschuldigung, warte, wo ist das denn? Hier, tut mir leid, genau.
Warte mal. Warte. Geh runter! Mit mehr als 3 FPS, bitte. Na, komm schon. Ja, anstupsen. Genau. So, und jetzt wird es ein Fest. Mit 3 FPS getimed auf die Farbblöcke. Ich kann mir nichts Geileres vorstellen. Mein Leben ist so geil. Oh ja, ich liebe es. Wie nice. Ah. Oh. Wenn ich jetzt nicht den Sieg verdient habe, weiß ich auch nicht. Wie, du stirbst jetzt, ne? Warte, wo ist das Ziel? Halt, halt, ich rieche Betrug. Nee, alles okay. Oh yes! Go! Ja! Oh Gott, war das furchtbar. Das furchtbar. Erstmal Like für den Skill, oder? Ja, ich doch. Was habe ich eigentlich gerade gedrückt? Ja, moin. Stream Deck funktioniert nicht. Kann die Bauchbinde nicht einblenden, außer manuell. So. Heute geht mal wieder gar nichts hier. Man muss hart kämpfen für ein paar Punkte. Wirklich sehr hart. Lukas Finkbeiner, danke für 5 Münzen. Findest du das Geld dafür gerechtfertigt, wegen den Lags? Ich will kein Geld für Lags zahlen. Ja, natürlich finde ich es nicht gerechtfertigt. Ist jetzt ja nicht das erste Spiel, was nicht gut funktioniert. Und auch wenn Nintendo Switch Online günstig ist als das Angebot von Sony und Microsoft, was bringt uns das, wenn es einfach Müll ist? Komm schon. Oh nein, oh nein! Ich brauche auch eine Blume. Ich nehme den Weg. Gewinnt wieder nur derjenige, der im richtigen Moment springt, weil es ist ein Scrolling-Level. Und wenn man zu früh springt, dann kommt man nicht weiter und so, ihr wisst Bescheid. Komm, Luigi muss irgendwie absterben. Scheiße, absterben, wie so ein Virus. Jetzt komme ich nicht hoch, oder was? Ja, das war's. Das war's. Ja, okay, aber es war ja mein eigenes Verschulden. Also wenn Luigi jetzt gewinnt, dann sei es ihm vergönnt. Ist okay. So wie ich vorhin verdient gewonnen habe, würde er jetzt verdient gewinnen. Einfach nicht richtig aufgepasst. Aber ist er denn auch durchgekommen? Oder nicht? Was ist das für ein Dreck? Oh nein, man braucht hier einen Schlüssel. Okay, ich hab ihn. Weiter, weiter. Ja, hoch! Geh doch hoch! Bruder! Mach schneller! Oh, Scheiße! Zeit abge... Ja, okay. Ist in Ordnung. Kann man aber Mittel geben. Weil, wenn es so nach oben scrollt, kann man es nach einem Fail sogar nochmal probieren. Das finde ich in Ordnung. So, wir halten fest, wir haben es bisher zu 117 Punkten oder so gebracht. Knapp einer Stunde.
Das ist eine große Leistung. Wie krass wird es jetzt? Den Wirbler kenne ich doch schon längst. Den hier. Der bringt aber ehrlich gesagt nicht wirklich was. Wie diese Noob-Gegner einfach alle gekillt haben. Jetzt aber schnell, du. Komm. Hol uns den Sieg. Oh nein, eine Schlüsseltür. Wenn ich schon eine Schlüsseltür sehe, ne? Ja, es gibt rote Münzen, ich sehe es schon. Geil. Richtig geil. Eigentlich wäre es doch jetzt besser, wenn ich wieder zurück zur Schlüsseltür gehe, oder? Wie soll denn das hier überhaupt gemacht werden? Nach 49 Minuten. Ah, okay. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als hier jetzt zu chillen, leider. Bis der mit dem Schlüssel kommt. Super, ne? Da ist er ja. Gebt ihn mir! Ah, verdammt. Okay, da ist noch nicht das Ziel. Oh, oben drüber! Ja, go, 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 go! Go, 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 go! Lol! Lol, 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 Student! 200er IQ! Oh mein Gott! Kraftkuchen. 3 Münzen, vielen Dank. Danke für die Videos und die Unterhaltung. Bist der coolste Typ. Weiter so. Kriegt auch ein Mittel. Seros, 5 Münzen. Hi, bin schon seit den alten Zeiten dabei. Meine Eltern machten sich zuerst Sorgen, weil ich Videos von... dann war doch das... Ja, okay, gut. Freut mich, Serkos, dass du schon so lange dabei bist. Und Onkels Girl hat einen Fünfer da gelassen. Bester YouTuber, guckt deine Videos schon ewig. Danke dafür und weiter so. Shiryu. Hab jetzt wegen dir Mario Maker 2 und eine Switch gekauft. Sowie Mario Odyssey. Feiere deine Videos vor allem durch die Mario Maker Serie. Freue mich auch auf die weiteren 1983 Parts. Grüß aus der Schweiz. Viel Spaß mit den Spielen, sind auf jeden Fall top. Aber Zelda brauchst du noch und viele, viele weitere geile Spiele. Die es für die Switch gibt. Baufehler. An sich ja. Eigentlich hätte er oben die Blöcke alle aus Stein machen sollen oder so. Aber war wohl nix. Und jetzt wieder mit 5 FPS. Eigentlich. Und Scrolling. Hippie. So, ich bin aber Toadette, ich muss böse spielen, weil Toadette ist immer böse. Komm her und weg mit dir. Jo, ist das herausfordernd, das Scrolling bei den 3 FPS. Geht's nach unten? Ja. Immerhin hat das jemand gebaut, der so teilweise... was drauf hat, also Level könnte okay sein. Komm, darauf, 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 darauf. Wieso hat Mario jetzt hier den Vorsprung erhalten? Okay, es bringt ihm aber nichts. Es bringt ihm gar nichts.
auch hier wieder. Irgendwann kommt eine Tür oder eine Röhre und derjenige, der dort als erstes reingeht, hat halt gewonnen. Ne, ganz klar. Okay, Toads sind wir schon mal losgeworden. Sehr erfreut. Und vielleicht werde ich die anderen auch noch los. Schauen wir mal. Na komm, Mario. Na komm. Mario. Yes, ich hab... Nein, 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 nein! Oh! Okay, ich habe Luigi besiegt, aber Mario hätte mich auch fast erwischt. Jetzt wird's eng, jetzt wird's eng. Lass mich in Ruhe. Nein, lass die Röhre! Nein, 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 nein! Ist das das Ziel? Nee, noch nicht, noch nicht. Belasto, Belasto. Wir müssen als erstes ins Ziel. Scheiße, Mario. Okay, verstehe, verstehe. Ja, ist erst runtergefallen. Jetzt komm, schnell die Röhre zum Ziel. Die Röhre zum Ziel? Fuck. Wo bin ich jetzt? Verdammt, ich glaube, ich war in so einem Greifer. Ja, bin ich immer noch, bin ich immer noch. Ich springe erst im letzten Moment. Lalalala. Ach so, es geht nicht weiter. Es geht nicht weiter. Aber das ist eigentlich ganz gut, weil hier ist das Ziel. Hier ist das Ziel. Komm schon, komm schon. Na? Ziel? Ja. Ist mir klar, dass dem Chat das gefällt. Aber offensichtlich war da ja eh noch nicht das Ziel. Dennoch gleich aufgegeben, weil gab keinen Checkpoint und chancenlos, ne? Oh, 2 FPS! Geil! Master of Disaster, vielen Dank für 5 Münzen. Da sind wohl die mobilen Daten von jemandem alle. Oh, ich hoffe doch mal sehr, dass hier niemand mit mobilen Daten online ist. Also, ja gar nicht. Was zur Hölle? Wieso ist hier nach 3 Metern schon ein Checkpoint? Das Level ist, glaube ich, auch wieder nix. Aber komm, ist mir recht, wenn jetzt gleich das Ziel kommt. Ich muss doch auch mal belohnt werden für meine Schnelligkeit. Los, 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 los. Hier ist ein Porsche. Schnapp ihn dir. Schneller. Wehe, wenn mir der jetzt geklaut wird, ne? Ja, und wenn ich springe, muss auf einmal 2 FPS mehr kommen, ne? Natürlich, natürlich. Ey, es ist so lame. Ah. Ah, doch. Bitte? Also, Miauser wird wohl den Schlüssel haben, aber bekomme ich den jetzt ernsthaft, indem ich ihn mit dem Auto besiege? Really? Oh no!
Erstmal 50 Minuten respawnen. Episch. Ja, hallo, Kamera. Achso, stimmt, ich bin ja gar nicht Toadette. Ich bin ja Mario. Regeln beim Online-Modus, sei asozial und lauf. Dann bringt er hier nichts. Man muss ja Meowser wirklich besiegen, um den Schlüssel zu bekommen. Anders geht's nicht weiter. Aber auch hier bist du leider wieder der Dumme, wenn du dich der Herausforderung stellst. Ist eigentlich klüger, wenn man einfach nur bei der Schlüsseltür steht und chillt. Tja. Komm schon. Mann, Luigi, wenn du nichts machst, dann verschwinde doch wenigstens. Boom. Volltreffer. Nochmal. Gib's ihm. Komm schon, Luigi. Mario. Ja, Luigi kann sterben. In his face. Oh, irgendjemand hat ihn getötet. Bin ich das? Hab ich ihn getötet? Ich glaube ja. Aber der Toad ist sofort an der Stelle. Er ist sofort an der Stelle. Ja, es ist mein Schlüssel. Weggestampft und durchgegangen. Ehre. Ich werd belohnt. Ich werd belohnt. Geh durch die Tür, Bruder. Yes. Nice. Astronaut Wodka, 3 Münzen. Tommy, die 3 Münzen kannst du dir gönnen. Schau dich bereits seit deinem New Marvel's Wii LP vor 8-9 Jahren. K.A. wie lange das her ist. 95 der Online-Level sind leider Buu. Sieht so aus, ja. Aber wir haben trotzdem irgendwie gewonnen und jetzt zumindest schon mal 220 Punkte gemacht. 500 sind das Ziel für heute. Komm, es muss doch irgendwie möglich sein. Beende den Stream am besten. Hä? Nein? Warum? GG, nice dir Show. Es ist auf jeden Fall nicht besser als eine dir Show, ja. Wenn man noch ins Ziel kommt, wird man nicht so hart bestraft. Echt? Okay, auch da. Immerhin. Oh, was kommt? Lol, was machen denn die alle? Aber man braucht eine Münze. Sonst kommt man nicht ins Ziel. Und wo ist die? Alter, was ist das denn für ein unglaublicher Bullshit? Warum sagt mir, dass die Münze einfach direkt am Ziel ist und wir gewonnen haben? Nein, ist sie nicht. Ach, doch! Doch, diese einzelnen Uhren. Das hat so viel Spaß gemacht. Beste Level, was ich jemals gesehen habe, auf jeden Fall. Muss geliked werden. Spaß. Der Linkman, 5 Münzen. Sehen Sie hier, Online-Gaming für 20 Euro im Jahr, powered by Nintendo. Brauche ich nichts mehr zu sagen, oder? Nein. Wir haben ja alles gesehen, was es zu sehen gibt. Sehr kosten 5er, vielen Dank. Bin durch deine Super Mario 63, ja, 63, das Game von Runno. Let's Plays auf dich gestoßen. Mach weiter so. Das hat übelst viel Spaß gemacht, das Flash-Game. Schade, dass es sowas heute gar nicht mehr gibt. Zumindest nicht in der Qualität. Hat übelst gebockt. Super Mario 63. Are you the Leader 2? Wollte der eigentlich Lieder schreiben? Oder was meint er damit jetzt? Oh, warte mal. Ist das etwa gutes Level-Design? Ich wollte Mario ermorden und bin dann der einzige Dumme, der hier wieder mal am Sterben ist.
Selber schuld, komplett. Aber komplett. Super. Ganz geil. Jetzt kann ich nicht aufholen, weil es ein Scrolling-Level ist. Perfekt. Das hat Nintendo sehr gut bedacht, auf jeden Fall. Fängt man bei 0 Punkten an? Ja. Glaube schon. Auf jeden Fall braucht man immer 1000, um einen Rang aufzusteigen. Von Mal zu Mal gibt es halt auch weniger für einen Sieg, was die Belastung erhöht. Was haben wir hier Schönes? Nix. Ja, das Level ist okay, aber man kann es halt wieder nicht im Multiplayer spielen. Also, einmal sterben oder zu spät in die Röhre und du hast keine Chance mehr aufzuholen. Das ist halt einfach nur dumm. Von Nintendo, nicht vom Levelerbauer, der kann ja nichts dafür. Verstehst auch nicht, dass man als Levelerbauer nicht selber festlegen kann, ja, dieses Level soll im Online-Multiplayer drankommen oder nein, soll es nicht. Schade, Mann, an sich ist es voll cool. Tja. Das Level ist eins aus dem Title Screen. Echt? Okay. Dann gibt's kein Like. Aber hast recht, es kam mir auch ein bisschen bekannt vor. Aber wer macht sich denn bitte schon die Mühe und kopiert einfach diese Title Screen Level? Scheint echt ein Level von Nintendo selber zu sein. Ja, moin. Lennart, Chudask, 10 Münzen da gelassen. Hab grad meinen neuen Mixer ausprobiert und bin drunk. Ach so, ein Alk-Mixer? Oder generell? Also, gibt ja welche, die sind jetzt extra für... Ist das nicht genau dasselbe Level nochmal? Und wieso falle ich dann wieder da runter? Ich wollte doch einfach nur weiter! Ja, Huren! So. Heute einfach nur weiter. Nichts sonst. Dieser Modus ist wirklich eine Belastungsprobe. Ein sehr, sehr gutes Aggressionstraining, um sich zu beherrschen. Ja, weiß ich, Thomas. In meinem alten Ghetto habe ich die Wörter gelernt. Kam da jetzt wirklich gerade ernsthaft zweimal dasselbe Level dran? Das darf doch echt wahr sein. Was ist hier denn los, ey? Hier ist das nächste Boss-Level. Offenbar. Ja, komm, Nein, ich war gerade noch Erster bei der Röhre. Aber gut, dann gehe ich halt oben drüber. Ist okay. Haha, war sogar die gute Entscheidung. Yes, yes, yes. Komm. Wow. Yeah. Nein, 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 nein. Katzenglocke. Hilft mir auf jeden Fall darüber. Easy. Ja, kann man jetzt halt auch nur bedingt stolz sein, aber Sieg ist Sieg. Das fand ich gerade so geil, wie der Mario rennt, sieht, dass ich ins Ziel bin und dann...
Langsamer, langsamer. Bleibt stehen. So die pure Enttäuschung einfach. Richtig nice. Achso, wegen dem Mixer. Gönn dir auf jeden Fall. Ich habe auch einen ziemlich guten, aber nicht für Alk-Sachen. Sondern für so Smoothies und so. Ist schon nicht unwichtig. Ja, die Agro-Maus. 5er donated. Wie geht's dir und Juli? Das perfekte Wetter, um live zu sehen. Liebe Grüße von der schwangeren Agro-Maus aus Würzburg. Kleine Spende für eventuell Rang A. Oh, dann herzlichen Glückwunsch für den bald kommenden Nachwuchs. Und Grüße nach Würzburg, ist ja nicht so weit. Uns geht's ganz gut. Hoffe euch auch. Ich weiß ja jetzt nicht, ob es das erste oder zweite, dritte, vierte, fünfte, zehnte, zwanzigste Kind ist. Spaß. Aber sowas ist natürlich immer eine große Umstellung. Ne? Und spannend. Oh nein, was ist jetzt los hier? 30 Sekunden für so ein Lockrun-Level. Oh Mann, was? Nein, was mache ich denn? Alles richtig offensichtlich. War genauso geplant, ich schwör's euch. Yeah. Nein! Oh, was? Welcher Bastard hat dieses Level gebaut? Okay, aber es ist wenigstens Zeitablauf gewesen. Ich hab mich schon gefreut, so von wegen, und dann... 100-fach Buh! 1000-fach Buh! Sowas Ehre. Tja, ganz knapp, ne? Ganz knapp. Hab diese Limonade auch probiert und finde sie übelst lecker. Ist sie auch. Sie ist die beste. Datenübertragungsfehler. Schaffe es, den Stream zu schauen und Hausaufgaben zu machen. Sind wir schon Ferien überall? Instant Karma. Wieso? Ich habe doch niemandem was getan. Unexpected Plot Twist. Allerdings, ja. Hat jetzt keiner mehr Bock zu spielen oder was? Ich könnte es ja verstehen, aber trotzdem, come on. Das Level habe ich gebaut. Als ob. Und wenn, dann blockiere ich dich jetzt. Spaß. Na, das ist richtig frustrierend, ne? Du denkst, du bist cool und überlistest alle anderen einen unsichtbarer Block. Ist einfach uncool. Das sieht auch nach großem Spaß aus. Let's go! Ich hatte das Gefühl, man muss da runterspringen, aber so war es leider nicht. B-Switch. Was genial ist, weil ich kann jetzt eigentlich nicht mehr... Genau. Kann da jetzt nicht mehr durch. Beste Level für Multiplayer. Ach, Zeit abgelaufen. Na, großartig. Alter, die Level werden echt immer schlechter. Naja, Bayern und BW haben immer noch nicht Ferien. Ah, da. Ach so, ja, doch, stimmt. Warte, die haben ja immer erst im August. Was lächerlich ist. Jackie, normalerweise bin ich nicht so der Typ, um Money an YouTuber zu geben, aber wenn es einer verdient hat, dann jawohl du. Vielen Dank, Jackie, für die 45 und für das, ich sehe es mal als Sonderlob. Viel Spaß beim Rage-Stream. Jerome ist VIP-Mitglied geworden. Willkommen. Und Agent L004 hat 2 Münzen rausgehauen über Superchat.
Weiter geht es mit dem Spielspaß. Nehmen Sie Platz und genießen Sie das Folgende. Habe ich noch eine Chance? Nein. Ja, was ist denn das bitte? Wie sollst du denn da durchkommen? Da hat doch auch schon wieder nur der Erste eine Chance. Ich glaube, der hat sogar einen Checkpoint erreicht. Also, wir sind alle verloren. Und warum kommt da jetzt kein Pilz mehr raus? Noch nicht so. Ja, und auf einmal fährt das hier weiter? Vorhin sind alle runtergefallen. Ja, moin. Ja, trotzdem ist gegessen. Ja. Okay. Naja. Dann Glückwunsch, Luigi. Kannst du please ein Big Mac im Stream essen? Ich mag keinen Big Mac. Den hole ich nur für eine 1-Euro-Aktion, wenn es den mal gibt, aber sonst... Nee. In den Tests hat es noch etwas geleckt. Rhein-Lucas-Straße. Vielen Dank, Bricktail, für die 11 Münzen. Und 2 neue Mitglieder, Unyk und It's Ready for Fun. Ist es in der Tat, aber ich glaube nicht, dass wir heute viel Spaß haben werden. Ach Mann, aber ich hätte so gerne die 500 Punkte. Wenigstens die, weißt du? Das ist dann so eine solide Basis fürs nächste Mal. Aber ich glaube, ich mache dann bei A wirklich Schluss. Ich halte diesen Modus einfach nicht aus. Das macht mich so aggro. Braucht man überhaupt das Klo hier? Da kann man durch das Level auch einfach durchrennen, so wie er. Ah ja, moin, da ist ja sogar noch so ein Teil. Ich glaube, es war eine gute Entscheidung, es diesmal mitzunehmen. Oh, hier gibt's rote Münzen. Ernsthaft? Okay, Checkpoint. Komplett lost. Die Level sind alle Dreck. Ja, das haben wir auch schon festgestellt. Das haben wir auch schon festgestellt. Also ich habe jetzt zwar eine der roten Münzen, aber bringt das wirklich viel? Irgendwie nicht. Komm, wir rennen zur Schlüsseltür und chillen dort. Was ist das denn jetzt hier? Warte, hier ist das... Habe ich schon mal gesagt, dass ich so Level, wo man rote Münzen sammeln kann und sie nichts bringen, abgrundtief hasse? Bei mir gibt's kein Big Taste, ich wohne in Österreich. Rest in Peace. Rest in Peace, Bruder.
Selbst meine Oma macht da bessere Level. Das glaube ich dir sogar. Erik Würz, danke für 2 Münzen. Beste YouTuber schon seit 2012 dabei, weiter so! Und die Agro-Maus nochmal. Dankeschön, ist unser erstes mit 27 Würz Zeit. Oktober ist es soweit. Ich finde das eigentlich ein ganz gutes Alter so. Also zu früh kann schwer werden, zu spät ebenfalls, auch wegen Risikogeburt und so. 27 finde ich eigentlich ziemlich gutes Alter so. Also Glückwunsch auf jeden Fall. Im Oktober ist ja auch bald. Und was hast du heute gegessen? Erdbeeren mit Salz und Cola? Oder? Weil schwangere Frauen haben ja immer komischen Appetit auf den weirdesten Stuff. Ich weiß gar nicht, warum das so ist. Na komm. 4 FPS. Geil, Mat. Es ist so ein Durchquälen durch diesen Modus. Ernsthaft. Es ist einfach nur Dreck. Mit deinem Schreibtisch aus. Noch nichts verändert. Der muss ja auch komplett neu gefertigt werden. Das geht halt leider nicht so schnell. Da ist jetzt erstmal abwarten angesagt. Oh, bitte nicht vom Cooper-Panzer sterben lassen. Danke. Ich kann es nicht häufig genug sagen. Kann man sowas mal anbieten. Vor allem, es gibt ja noch eine Mario Maker Edition, wo sie extra noch diese Online-Mitgliedschaft mitverbandeln. Du denkst dir so, ja geil, Alter. Muss ich mir nicht extra kaufen, ey. Und dann kriegst du so eine Scheiße hier angeboten. Was war denn überhaupt die Ziele? Achso, Münzen sammeln. Naja, gut. Naja, gut. Scheiße, oder? Ja. Warum machst du ihn dann? Wie gesagt, ich will mich zumindest bis zum A-Rang durchquälen. Und dann haken wir das ab. Und gleichzeitig soll es auch eine Warnung für alle andere sein, ja? Also Mario Maker ist ein gutes Spiel, aber der Online-Modus ist eine Frechheit. Soll dann einfach eine Warnung für alle anderen sein, von wegen, yo, das lohnt sich nicht. Leider. Abgestürzt oder was los hier? Wie wäre es, wenn einige Fans alte Thumbnails remaken würden? Also man kann mir natürlich gerne Vorlagen an meine E-Mail schicken oder so. Und wenn es passt, warum nicht? Gar nicht so eine schlechte Idee eigentlich. Generell, solltet ihr irgendwo ein scheiß Thumbnail von mir sehen, dann könnt ihr es gerne verbessern. So ein altes von, keine Ahnung, 2012 oder so.
Einfach an die E-Mail schicken. Dafür verlangen die Geld pro Monat. So sieht's aus. Aber so einfach kann es sein, ein Vermögen zu verdienen. Siehst du es ja. Oh, warte. Hätte man da jetzt einfach weiterspringen müssen? Ich glaube, wir sind am Ziel vorbei. Und der Weg hier ist Trolling. Oh ja, das ist natürlich grandios mit Lags. Aber sowas von geil. Ja, moin. Es geht bis Rang S+. Ich weiß, aber ich glaube nicht, dass ich das weiter durchhalte. Also nach A ist meine Belastung wirklich durch. So, kommt man... Achso, okay, man kommt da gar nicht rauf. Das habe ich nicht gesehen, alles klar. Alles klar. Übernimm doch bitte einfach den scheiß Input. Gott verdammt nochmal. Oh moin. Jetzt hör auf! Im Ernst! Lass mich durch! Machst du nicht bis Rang S+. Kein Fall. Meine Hoffnung ursprünglich, als ich damit begonnen hatte, war ja, je weiter man kommt, desto besser die Verbindung und desto besser die Level. Aber dass sich beides als falsch herausgestellt hat, ist bald Schluss hier. Sonst platze ich. Nochmal zum Pilzthema von vorhin. Für jeden Spieler befindet sich ein Item in der Box. Solltest du jetzt dein Item aus dem Block holen und es wird durch jemand anderen eingesammelt, gehst du leer aus. Aber es war doch noch nie so. Das ist mir bis jetzt noch nie aufgefallen. Nein, Lennart, ich rauche nicht. Nein, ich esse normales Zeug, meint die Akromaus. Echt? Gar nicht so diesen seltsamen Rausch? Ich dachte, das ist normal. Ja, was ist denn das? Alter. Nicht dein Ernst. OMG. Digga, ich muss so los. Bitte warten! Haha! Bitte warten! Was? Ja, moin! Läuft, ey. Achso, ich glaube, das bitte warten ist wegen der Lava da, oder? Ah, ja, okay. Ich dachte schon wegen der Cancer-Verbindung. So, jetzt aber. Jetzt ist hier niemand, jetzt kommen wir da durch. Eins, zwei, okay. Halt, warte. Aber Mario lebt halt noch. Mario muss sterben. Lala. Okay. Komm. Mario einholen. Ich glaube, so weit ist er gar nicht weg, der Typ. Ist er gestorben? Auf einmal ist er verschwunden. Nee, ist er nicht. Oh, ja! Sicher! Sicher! Ich musste noch warten, bis die Steine weg sind. Thank you.
Muss eigentlich hoffen, dass beide jetzt irgendwie krepieren, aber ich denke nicht, dass das passieren wird. Wie lange ist denn das? Ja, okay. Moment. Ist doch Luigi, oder? Egal. Ja, es sah okay aus, das Level. Mark Kendo, danke für eine Münze. Und Victor Ehrlich ist VIP-Mitglied geworden. Oliver Aune, 25 Münzen. Glaubst du, du wirst jetzt noch Wasser-Encounter bekommen bei Pokémon? Keine Ahnung. Ist auch das falsche Spiel, um das zu fragen. Wir werden sehen. Ich werde eh nichts verraten. Wäre ja sonst lame. Aber Starby lebt ja noch, von daher. Brauchen wir kein weiteres. Nein, das ist nicht mehr online, Dark Phoenix. Aus gutem Grund. Und die Agromaus 515 nochmal. Hier, achso, ist sehr individuell mit dem Essen. Ich hatte extremste Gelüste auf Wassermelone. Mittlerweile nur das, worauf ich sonst auch immer Lust hatte. Wo wohnt ihr, Ike? Nördlich von Nürnberg wohnen wir. Und Wassermelone ist ja noch normal. Also, ne? Gerade im Sommer. Da hat doch jeder Bock drauf. Oder gibt es hier irgendjemanden, der keine Wassermelone mag? Und hört mir jetzt auf mit Honigmelone. Die kann man sich nämlich echt nicht geben. Meiner Meinung nach. Also ich mag sie gar nicht. Aber Wassermelone mag doch eigentlich jeder. Ich glaube, ich war wieder ein Ticken zu langsam, oder? Ja, Checkpoint nicht aktiviert. Super. Wenn ich jetzt sterbe, ist es vorbei. Aber ich muss jetzt alles auf eine Karte setzen. Ja, genial. Aber so ist es halt mit 3 FPS. Toadette ist tot! Aber sie hat bestimmt den Checkpoint aktiviert. Ja gut, dann mach jetzt aber langsam. Ganz ruhig. Ruhig bleiben. Das ist deine einzige Chance. Ja, super, super. Notenblöcke, yippie. Oh, hier ist das Ziel. What? Ah, Alter, dieser Kugel-Willi. Manchmal lohnt sich Risiko. Ja, im Nachhinein, Philipp, kann man durchaus ein bisschen was verraten. Aber im Vorhinein, wenn die Parts noch nicht online sind, macht das ja keinen Sinn. Mag keine Melonen. Ach, laber. Als ob. Honigmelone viel besser. No. No. Never. Jetzt entsteht das Melonen-Battle im Chat. Welche Melone ist geiler? Wassermelone oder Honigmelone? Und es gibt noch andere Sorten, aber ich finde eigentlich alle anderen auch nicht so gut. Weil die eben in diese Richtung Honigmelone gehen. Oh, naja. Nur Wassermelone ist das einzig Wahre. So, der Mond hilft mir, ne? Der Mond ist lieb. Aha. Gleich mal 2 krepiert. Beste. Ja, hallo, Power Up! Und jetzt holen wir Toadette ein. So, Treffer. Go, 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 go. Was geht hier ab? Einfach nur runter? Ja, geil. Ich brauche eine Feder! Ich brauche eine Feder und ich bin tot! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein Treffer und ich bin tot! Ist das die richtige Tür? Bitte sag mir, das ist die richtige. Die Münzen haben mich. Das ist Betrug. Absolut lame. Die Münzen waren am rechten Rand. Und welche Tür ist richtig? Die mittlere. Ah,
Alles klar. Regen als Background? Ja, ich glaube, in der Nacht geht das. Ich finde das eigentlich auch ganz stylisch. Es gefällt mir. Unück, danke für 5 Münzen über Tippi. Hey, damit schaue ich schon seit 3 Jahren und deine Videos sind immer noch spaßig miteinander mit anzusehen. Hoffe, der Modus fuckt nicht zu sehr ab. Liebe Grüße aus der Schweiz. Ah doch, also heute schon. Heute schon. Ah, siehst du, komm. Wer wird hier denn nicht tiltet sein? Ja, und dann noch Steine, die runterfallen. Ah, hier ist ein Stier, komm bitte schnell. Los. Warte mal, wie ist denn der Mario da durchgekommen? Oder ist er überhaupt durchgekommen? Wer erstellt sowas? Ja, moin. Mario Maker ist trotzdem ein gutes Spiel. Mario Maker ist trotzdem ein gutes Spiel. Es ist ein gutes Spiel. Okay. Mario Maker ist ein sehr gutes Beispiel, warum die Menschheit aussterben sollte. Okay, ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, aber ihr wisst, was ich meine. Oh, da ist eine Tür. Nimm die Tür, komm. WTF? Ja, können wir das Level jetzt wieder nicht schaffen, oder was? Weil, wie kommt man denn da durch jetzt, wenn das Power-Up fehlt? Wo geht's hier denn lang? Ja, nirgends. Also, offenbar kann man das Level nicht mehr schaffen. Warum checken die anderen das dann nicht? Geht doch auf Neustart für alle, ihr Vollpfosten. Man kommt hier nicht durch. Sind die dumm? Selbst wenn sie den Sprung schaffen, wie wollen sie denn an den beiden Kreissägen vorbeikommen? Hallo, Neustart für alle. Das war's komplett. Denken die, das respawnt oder was? Das darf doch nicht wahr sein. Wie haben denn die überhaupt den B-Rang erreicht, bitte?
Der Toad. Komm, wir machen eine Tanzrunde aus dem Scheiß hier. Alter, wie dumm sind denn die bitte? Jetzt beendet doch das scheiß Level! Nein, ich springe, das bringt nichts! Warte, mein Road wurde wieder rausgenommen vorhin? Was zum Teufel? Keine Ahnung, warum mein Road gelöscht wurde, aber jetzt geht's wieder. Nein! Komm, ich brauch das Power-Up, was auch immer es ist. Ja, jetzt bleibt er da stehen, der Arsch. Was ein Lost Boy. Oh, lol! Oh, lol! Hä, und wieso kommt da jetzt mehr raus als vorher? Ja, warte, muss ich durch? Das ist ein Blödsinn. Aber vorhin war doch da nur ein Schuh, oder? Nicht sterben, nicht sterben. Oh, ich muss ihn besiegen. Oh, fuck! Oh, oh, oh! Als ob. Da ist ja noch der Schuh. Hat jemand ein gutes Rezept für eine Suppe? Also ich liebe ja so Tomatensuppe, wo vorher die Zwiebel ein bisschen gedünstet ist, so. Und dann noch ein bisschen so Petersilie rein, aber halt lange Stangen. Und Tomatensaft von einer guten Marke, die ich jetzt nicht nennen darf, weil sonst gibt's Anzeige. Aber, ne? Dünsten die Zwiebel, dann den Tomatensaft rein und am Ende noch ein bisschen Petersilie, schmeckt geil. Ganz, ganz wenig Zucker soll auch noch ganz geil sein, aber damit habe ich aufgehört. Weil Zucker. Da geht's nicht da rein? Ach, da kommt der Hammer raus. Ja, moin. Ja, ist ja schön, dass hier die Lava die ganze Zeit steigt. Großartig. Und jetzt? Ich brauche gleich Alkohol. Ich stehe das nicht mehr durch. Ich stehe das nicht mehr durch jetzt. Was ist denn mit dem blöden Mario? Warte, jetzt sinkt die Lava wieder. Gibt's nicht. Okay, ich hab einen Hammer, ich hab einen Hammer. Lass mich durch. Ich muss mich nach oben bauen. Nach oben, nach oben. Nach oben, Toadette! Ja, schneller. Komm schon, wir schaffen das Ziel. Hoch, 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 hoch. Verpiss dich, du Arschloch. Oh, stimmt, geniale Idee. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Nein! Nein, 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 nein. Ja, so ist gut, so ist gut. Und jetzt gib's ihnen! Was?! Wer hat denn hier...
Macht mir bitte einen Cocktail. Jetzt. Unter 300. Einen starken! Frag mich sowieso, wie du das aushältst. Nach dem Stream. Deshalb. Gibt's die Switch für unter 300 Euro? Wenn ja, wo? Immer mal wieder. Eigentlich überall. Letztens im Mediamarkt gesehen für 2,70. Gibt's immer wieder solche Aktionen. So. Nächstes. Krass. Level. Oh, ja moin. Ich bin drüber. Lass mich rein in die Scheißröhre. Hallo, los, los, los. 2 FPS am Start. Super. Hier, der Typ, der vorhin den Mixer gekauft hat. Wo ist denn der? Der soll mir bitte einen Cocktail machen. Mit deinem neuen Mixer. Bitte. Einen richtig guten. Oh, Checkpoint. Geil. Oh ja, oh ja, oh ja, diesmal gibt's wieder einen Hit gegen die anderen, wir kriegen den Sieg. Gib mir Pilz, aber nimm mal sicher zu gehen. Okay, Blume ist geiler. Das muss Sieg sein, oder ich beende den Stream. Ich mein's ernst. Ich beende den Stream. Oh nein. Schlüssel. Natürlich bin ich wieder der Blöde, weil ich hier knechten muss und alle anderen können wieder später zustoßen. Wer von den beiden Arschlöchern hat denn überhaupt den Schlüssel? Aber noch bin ich der Einzige hier. Schneller! Los, schneller! Bum, bum, verpiss dich. Wobei, ich glaube, er ist nur der Lakai. Wenn, dann hat Bowser Jr. den Schlüssel. Oh mein Gott, es laggt wieder AF. Das gibt's doch nicht. Jetzt ist die Blume weg. Diese Musik dazu, ne? Diese Musik dazu. Warum geht es noch weiter? Warum geht es noch weiter? Die anderen können einfach nur durchspazieren, das ist doch nicht fair! Was kommt jetzt? Da ist doch schon der Mario. Geil! Geil! Top durchdacht das Ganze. Wirklich geil. Dieser Online-Modus ist doch die größte Scheiße, die Nintendo jemals rausgebracht hat. Ganz im Ernst. Was ein Abfall. Jetzt kriegt er den Schlüssel. Ich seh's kommen. Oder der Tod. Jetzt sind wir ja wieder alle hier versammelt. Hallo, Blume? Blume! Nenn mir einen Grund, warum Mario... Wie einfach keine Blume kommt. Wie einfach keine... Gönn dir. Kill ihn und dann jetzt ab ins Ziel. Sofort. Sofort. Das gibt es nicht.
Okay, die haben auch die Blume verloren. Sie haben die Blume verloren. Jetzt ist der passende Moment, mir den Schlüssel zu geben. Ich kann alleine durch die Tür. Komm. Gib mir den Schlüssel. Stirb. Stirb. Stirb, du Bastard. Stirb, 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 stirb. Stirb doch. Komm, bitte, bitte, Bowser. Ich zahl dir auch die Rente. Bitte. Bowser, mach doch auf Ehrenmann, bitte. Auf zu springen und gib mir den Key. Ja. Los. Oh mein Gott. Geh doch durch die Tür. Hallo. Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Ich muss so los. Das kann man sich nur betrunken geben. Aber ich glaube, wenn ich jetzt was hole, dann sperrt mich YouTube. Rente ist da. Ja, Bowser, ich mein's ernst. Du kriegst jetzt Gewinnbeteiligung. 1%. Wir haben dann nur 57, als ob. Ich glaube, wir knacken die 500 heute nicht mehr. Was ist das für Müll? Stabiler Bart, Patzi. Stabil. 1-2 Yoshi Hills. Na komm, bitte lass das Level gut sein und kein Lag, okay? Please. Zur Aufmunterung 229. Danke, Mr. No Name. Lass mich los. Lass mich los, du Scheißdreck, du! Stück Scheiße! Entschuldigung. Aber dezent Akku. Gib mir einen Yoshi. Willst du mich komplett verarschen? Ja, ist einer raus oder ist er schon weiter? Bitte sag mir, dass man den Yoshi braucht, um dieses verdammte Level abzuschließen. Okay, der Luigi ist entweder gestorben oder was auch immer. Aber wir haben eine gute Chance. Vertraue auch mal den Pfeilen. Oh, komm, Ziel, Ziel, please. Please, komm schon. Ja! Ja! Puh! Ich dachte, du beendest den Stream. Ja, wenn ich es nicht schaffe, aber ich hab's ja geschafft. Wobei ich ihn jetzt trotzdem bald beenden muss. Denn das zweite Video für heute ist noch gar nicht aufgenommen. Ja. Bisschen Lasto. Sebi Wars, danke für 3 Münzen. Ich fühle deinen Rage. Das hoffe ich doch sehr. Und One Duffy, 2 Münzen. Hab dich letztens in Wien gesehen, kann man dich da easy ansprechen oder möchtest du eher deine Ruhe? Und tust mir so leid mit diesem Modus, aber ich muss halt so viel lachen. Klar kannst du mich ansprechen, kein Problem. Marcel Pesowski, gelbe Wassermelone, beste und viel Spaß mit dem Fünfer. Gehe davon zu Megas. War ich schon. Danke, Lisa Marie, für den Fünfer. Und jetzt bitte den nächsten Sieg einsacken. Dann könnte es doch noch was werden mit 500 Coins, aber sobald ich eine Schlüsseltür sehe, bin ich schon tilted. Und natürlich nur eine Blume. Ah, ne. Okay, da kommen noch mehr. Alles klar.
Gib mir auch eine. Mario Land Musik. Jetzt hat jemand den Schlüssel. Dann mach doch bitte diese Tür auf. Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Ja, genau. Anstatt durch die Tür zu gehen, an die Ranke hängen. Wer kennt es nicht? Das ist auch wieder ein grandioses Level für einen Multiplayer. Oh, ja. Weil war das meiner? War das meiner? Ich glaube, es war sogar meiner. Das war meiner. Nee. Doch nicht. Aha, trotzdem habe ich jetzt den Schlüssel. Das ist jetzt mein Schlüssel. Vielen Dank. Nein! Damn it! Scheiß Toad. Okay, wer hat ihn? Wer hat ihn? Wer hat ihn? Von euch Dödeln. Oh, ich sogar. Ja, aber super. Wie soll ich das jetzt machen? Oh, irgendwie durchgekommen. Bitte, lass jetzt das Ziel kommen. Wäre so geil. Wäre so geil. Wäre so geil. Wäre so geil. Nein. Natürlich nicht. Die Musik ist das Beste an dem Item. Stimme ich zu. Oh ja. Du Armer, bist immer noch dran? Ja. Und ich werde noch eine ganze Weile dran sitzen, wie es aussieht. Wenn die Level doch wenigstens geeignet wären. Lasst mich durch! Holy shit, wer hat den Schlüssel? Keine Ahnung. Aber ich glaube sogar ich. Ich bin jedenfalls ganz vorne. Oh mein Gott. Da ist ein Checkpoint. Ich habe ihn nicht aktiviert. Ich gehe zurück und aktiviere den Checkpoint, weil es lohnt sich jetzt eh nicht. Zurück, zurück! Also für den Einzelspieler ist das Level echt geil, aber Multiplayer mal wieder der letzte Rotz. Einfach nur komplett ungeeignete Scheiße. Wofür der Levelerbauer nichts kann. Wollen wir hier nur festhalten. Ne? Habt ihr den Key schon? Ja, tatsächlich. Also, es gibt gar keinen. Nein. Mario Land 1 Stil als DLC, bitte. Würde ich auch feiern, ja. Wobei es grafisch halt schon ziemlich lame wäre. Also man müsste das dann irgendwie aufbessern. Man müsste es aufbessern. Irgendjemand steht perfekt und wird auch gleich den Schlüssel bekommen. Wer wird es sein? Bin ja schon wieder ich. Aber ich werde dann safe nicht derjenige sein, der das Ziel aktiviert, ne? Man kennt's ja. Bin nur dazu da, um die Drecksarbeit zu machen. Oh, ich hab ihn, glaube ich. Lass mich durch! Du Pfosten! Es ist so zum Kotzen. Jedes Mal, wenn ich durch die Tür gehen will, klettert der automatisch hoch. Wie lange geht denn das noch? Wo ist hier denn die Schlüsseltür?
Also das ist schon der 50. Schlüssel, den ich mir gegönnt habe. Aber ich komme jetzt da niemals rein. Oder? Oder doch? Komm! Please, bitte, 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 bitte. Es ist verdient. Komm. Komm schon. Ja, und jetzt? What the hell? Ja, super. Jetzt steht der vorne wieder nur rum und wird dann hier der Sieger sein, weil er nur am Campen gewesen ist. Das ist halt lächerlich. Piss dich! Ja, ich hab ihn irgendwie überholt. Es ist immer noch nicht vorbei. Wie viele Stunden soll denn dieses Level noch gehen? Ja, der eine hat auch keinen Bock mehr. Blume, respawn, please. Und wo muss man jetzt hin? Wenn ich fragen darf? Hier raufklettern, oder? Ja, da wo die Mancher sind, klar. Da wo die Mancher sind. Na, habt ihr Spaß? Nicht dein Ernst! Es geht immer noch weiter? Kommt eine Art Boss oder so. Wo ist das Ziel? Hä? So, was bin ich für ein Idiot? Bei der Röhre. Aber einer muss hier unten noch hier irgendwie den Powerblock aktivieren. Schon, mach auf! Da ist das Ziel, mach! Oder habe ich schon Ziel erreicht? Ich glaube, ja, ich hänge schon dran! Yes! Ich habe zwar jetzt nicht den Boss besiegt, aber zumindest ein Leben abgezogen. Bei allen anderen Türen, glaube ich, war ich aber am besten. Also, ich find's okay. Aber die anderen Spieler müssen jetzt natürlich super aggro sein. An sich war das Level mega, aber absolut nicht für den Multiplayer geeignet. Absolut nicht. Oh mein Gott. Noch ein Sieg, dann haben wir die 500 Punkte. Oh. Komm schon. OMG. T2K, 5 Münzen, Dankeschön. Seit über 9 Jahren gucke ich mir deine Videos an. Damals noch die alten Zeiten, wo ich weiß, dass es 9 Jahre sind. DKC Returns, First Let's Play und der Anfang und das Ende hast du dir mal... Hast du dir hart erkämpft? Ja, ist schon. Ja, das kam 2010, glaube ich, ne? Ansonsten waren Jahre, richtig. Oh mein Gott. Bei dem Titel habe ich so viel Hoffnung. Null. Null. Einfach null. Auch den Stern. Auch den Stern. Gib mir den scheiß Stern. Okay. Bruder, Bruder. Oh, mit Schuh sogar. Louis. Und jetzt? Hä? Muss ich darauf? Was ist das schon wieder für ein Abfall? Heftig.
Unfassbar, dass sich diese Scheiße jetzt 6200 Leute geben wollen. Leute, was ist los mit euch? Was macht ihr hier? Ernsthaft, was macht ihr hier? Beantwortet mir die Frage. Schaut euch diese Scheiße an. Aber ich bin Erster. Aber man darf nicht so viele Power-Ups berühren, sonst ist man langsamer. Ja, wieso komme ich da nicht hoch? Da war eine Tür. Okay. Das haben aber die anderen drei auch nicht gesehen. Da ist auch Abfall. War alles nur vollgespammt mit irgendeiner Scheiße und dann hat er dahinter wahrscheinlich eine Tür versteckt. Wow. Rages genießen. Ja, ich weiß, deshalb seid ihr da. Was? Maker Mario Secret Power Up. Besiege alle Miauser. Ein Hammer-Tutorial, oder was? Ja, läuft. Alter. Die Lava steigt. Ja, dann mach! Fahr! Werdet niemals YouTuber, Leute. Niemals. Jetzt kommt da nichts mehr raus. Jetzt kommt da nichts mehr raus. Okay, das war übelst asozial, aber meine einzige Chance weiterzukommen. Es war die einzige Chance. Musste es tun. Da ist Miauser. Aber ich bin einfach nur lost und springe dumm, wie ich bin, komplett in ihn rein. So, derjenige, der ihn besiegt, der wird dann den Schlüssel bekommen und auch gewinnen. Hupi. Braucht 7 Schläge mit dem Hammer, das weiß ich noch. Ist die Toilette gestorben? Ich glaube, die ist gestorben. Komm, Miauser. Ich hab Whiskas. Mh. Ganz lecker. 7% Fleisch. Und 50 Gramm Zucker. Ganz lecker. Komm, Whiskas. Nam nam. Nam nam. Jetzt komm halt. Hallo. Moment mal. Ach so, ja gut, man muss ihn ja besiegen, sonst hat man das Ziel. Oder wie ist das, wenn man die Zielbedingungen nicht hat, kann man es nicht schaffen, oder? Ja, komm, bring mich um. Bring mich um. Es war so dumm, durch die Röhre zu gehen, Alter. Es war so dumm. Es war so unglaublich dumm. Weil ich glaube nicht, dass man einfach ins Ziel steppen kann, wenn, sagen wir jetzt mal, Toadette Miauser besiegt, oder? Dann ist doch das Ziel nur für sie verfügbar. Hör auf mit dem Scheiß! Nimm die Blume, die ist schneller. Na, der braucht ja wirklich Milliarden Hits. Aber die anderen haben auch keinen Plan, wie man sieht. Alles gut. Wir können es noch schaffen. Eventuell. Aber hast recht, jetzt hat er schon ein paar Hits kassiert, jetzt nehme ich die Blume.
Weil viele Hits wird er nicht mehr tanken. Was macht er denn da? Klebt da an der Röhre, ey. Jause! Wieder ein Top-Level für den Multiplayer. Ich hab die Bedingung erfüllt! Ich hab die Bedingung erfüllt! Was? Der kann es einem klauen? Der kann einem die Bedingung... Oder ist das jetzt ein Fehler? Nee, der kann es wirklich... Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Warum sollte man sich überhaupt in diesem Multiplayer anstrengen und etwas aktiv machen? Warum? Sind die eigentlich immer noch nicht im Ziel? Mann, hör auf, Toadette. Du hast doch genauso wenig die Zielbedingungen erfüllt. Wo ist denn überhaupt das Scheißziel, Alter? Jetzt hab ich's wieder, aber da geht's ja scheinbar nicht weiter, oder? Geht's hier nicht weiter? Ah, man braucht die Kisten. Jetzt habe ich es auch gecheckt. So. Jetzt könnt ihr mich mal. Ist das ein Dreck? Ist das ein Dreck, Alter? Ja, jetzt kommt er mit den Kisten hoch. Oh! Warte. Ach, scheiße, ich muss ihn umbringen. Ja, stimmt. Ja. Oh mein Gott. Ab ins Ziel, schnell. Oh mein Gott. Warte, ich hab die blauen, ne? Oh Christ, oh Christ. Wir sind gleich im Ziel, Bruder. Wir sind gleich im Ziel. Ganz gechillt. Ganz gechillt. Ganz ruhig. Aber ich habe ja auch Miauser besiegt, also habe ich es auch verdient. LOL. Was ein Cancer. Ein Sieg noch. Dann kann ich mich endlich in Eiswasser schmeißen, um wieder runterzukommen. Die Bedingung zählt für alle. Was heißt das? Also wenn einer die Bedingung erfüllt hat, können alle das Ziel erreichen? Nee, das kann ja nicht sein, weil sonst macht es keinen Sinn, dass man sich das gegeneinander klauen kann und so. Ist mega unterhaltsam und lustig, dir zuzusehen. Gut, das kann ich verstehen. Aber ich bin innerlich schon so broken von dem ganzen Müll, den ich mir geben muss. Bitte lass das jetzt mein Siegeslevel sein für heute. Please. Mhm. Sieht gut aus. Kann man es aber auch im Multiplayer spielen, weil On-Off-Blöcke sind immer, naja, ne? Bisschen schwierig. Boah, hier ist zumindest mal ein Schuh. Ja, die sterben alle. Oder fast alle. Aha, ihr habt keinen Schuh.
Oh nein, der will ihn mir wegnehmen mit dem Panzer. Du kleiner Bastard! Ich hoffe, deine... Ich sag nichts. Ich sag nichts. Dieser Mensch ist ein ekelhafter... Oh, ein Bum-Bum-Fight. Aber den braucht's gar nicht, scheinbar. Oh, verdammt nochmal. Schneller. Auf mit dir. Schneller. Nein! Warum habe ich dieser Greifer jetzt genommen? Checkpoint. Okay, das ist sehr gut. Er ist tot. Er ist tot. Komm, gechillt hochskillen. Gechillt hochskillen. Du Arschloch. Oder war er das gar nicht? Aber irgendjemand hat hier die Blöcke deaktiviert. Irgendein Pfosten. Ja! Tschüss! Was jetzt? Rote Münzen, oh no! Und ein Bowser. Halt, warte, geht's da einfach hoch? Nein, was kommt da raus? Helme. Ja, natürlich holt er sich den Helm. Na klar. Setz ihn auf! Nee, warte, man muss auf die P-Switches schmeißen, oder? Oder was das auch immer da ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ein absolutes Chaos. Oh, Alter. Ach nee, der hat jetzt einen Schlüssel bekommen. Der Typ hat jetzt einen Schlüssel bekommen. Und wo kommt der? Wo ist denn der Typ mit dem Schlüssel? Ach, da ist noch eine Tür! Da ist noch eine Tür. P-Switch-Tür! Oder ist die Reset? Was ist das für ein seltsames Level? Ich check überhaupt nichts hier. Aber irgendwo, hier muss doch das Ziel sein, oder? Gehen wir gerade wieder zurück? Hart gekämpft, aber geschafft. Das hier ist fast schlimmer als der Shiny Hunt Stream. Ernsthaft. Clouds and Blocks. Ah ja. Deswegen habe ich gechillt. Schnell! Schnell! Keine Chance. Das Level kann wieder keiner schaffen, weil... Außer ich... Yes, okay, ich hab den Checkpoint zumindest. Ich hab den Checkpoint und die anderen nicht! Die anderen nicht! Komm, wo ist das Ziel? Wo ist das Ziel? Hallo! Was brauch ich denn Scheiß? Die besten Chancen. Ist das gerade wirklich passiert? Ist das gerade wirklich passiert? Aber Mario ist, glaube ich, bei einem Steinblock krepiert. Nein. Doch, aber jetzt ist er tot, jetzt ist er tot!
Genauso wie ich gestorben wahrscheinlich. Ich fühle mit dir, Bruder. Ich fühle mit dir. Ich weiß genau, wie sich das anfühlt. Lel. Langsamer, langsamer, langsamer. Es ist ja alles okay hier. Ganz ruhig. Hier muss das Ziel sein. Irgendwo. Oh mein Gott. Ja, da ist das Ziel. Hau ab, du Arschloch. Ja. So, jetzt bitte. Weg hier, weg. Gib mir 500 Punkte. Ich muss ins Eiswasser. Apokalimon, danke für den 10er über Tippi. Alter, mir endlich bin ich auch mal wieder live dabei. Viel Spaß und möge das Salz mit dir sein. Ist es sehr, sehr krass heute. Bald ein Jahr Kanalmitgliedschaft. Auf ein weiteres tolles Jahr. Danke für deine Unterhaltung. Bitteschön, bitteschön. Und die Mirian 2. Am Ende bewertest du, wie gut das Level für den Multiplayer geeignet ist. Deshalb solltest du bei den Leveln wie vorhin ein Bu geben, auch wenn es eigentlich klasse war. Ja. Ja, aber es verstehen auch einige im Chat nicht, deswegen. Aber ich weiß, ich weiß. Beenden. Sowas von. Wie viel haben wir jetzt? Ach, egal. Aber 500 sind es auf jeden Fall. Danke fürs Miteinander durchstehen. Das war ganz schlimm heute. Wenn ihr genug gelacht habt, hinterlasst einen Daumen. Für mehr Müll abonniert den Kanal. Wie das klingt, für mehr Müll. Ja, ist ja so. Und man sieht sich. Tschüss.